Schande war sein Lohn. Doch die, die ihn von hinten stachen, am dritten Tag zu Grabe brachten, glaubten nun, sie seien befreit vom größten Schurken weit und breit. Doch dieser fand in seiner Wut im Sarge weder Schlaf noch Ruhe. Balduin, der Vampir, streift wieder durch die Gassen her. Balduin braucht Blut in Massen, das treibt die Nacht dann auf die Straße. Das ging schon 100 Jahre so, und Balduin war nicht recht froh, bis er mal einen Typ sich nappte, der was Besonderes in den Adern hatte. Da hat ihn dann der Horror gepackt, hat ihn in schlaflose Tag gebracht. Oh, dieser Saft gefällt mir sehr, von dieser Sorte brauch ich mehr. Balduin, der Vampir, ist jetzt süchtig wie ein Tier. Balduin streift durch die Gassen, jetzt braucht er Heroin in Massen. So ein Unglückstier. Früher brauchte er nur Blut, das ist ihm nicht mehr gut genug. Nur leider sitzt die beste Quelle seit Tagen schon in einer Zelle. Wenn sich hier nicht bald was tut, Sterbensloch von dem Entzug. Oh. Balduin, der Vampir, streift wieder durch die Gasse.